Hallo und herzlich willkommen bei Star Wars Squadrons und dieser neuen Folge. Vanguard Staffel on Temperance, hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Langstreckenkommunikation. Ihr seid jetzt schon die dritte Patrouille mit Com-Blackouts. Kommt zurück, Gunny. Der Kommandant erwartet einen Bericht. Lausige Coms! Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Frisk? Vielleicht schaffen wir es dann noch, bevor die Rede zu Ende ist. Geo, ich flieg nicht gegen dich. Ich hab meine Lektion schon nach den ersten 12 Mal gelernt. Sei ruhig, die Rede geht jetzt los. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vanguard-Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort einer Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du, ist es? Eine Art Waffe? Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet, völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk, weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben. Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temperance. Wir können den neuen Boss kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Serelda Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du wirst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey, Gunny, ich hab hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuva, aber du kannst mich Gunny nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Wir reden nach der Besprechung, okay? Du trittst einer der besten Staffeln der Neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Ja, und da sind wir jetzt. Endlich. Also, für mich persönlich. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass in den letzten Tagen die Videos sehr verspätet kamen, beziehungsweise zum Teil, glaube ich, jetzt morgen wird es wahrscheinlich wieder ausfallen und gestern ist es ausgefallen. Heute kam es echt spät. Liegt alles daran, dass ich versucht habe, Squadrons hier gescheit zum Laufen zu kriegen, ohne dass mein Rechner einfach mittendrin ausgeht. Ich hoffe es jetzt inständig, dass ich das jetzt gefixt habe, sonst da werdet ihr wahrscheinlich in den News, oder ja, wenn ihr draußen wart, werdet ihr mich wahrscheinlich überall in Deutschland schreien gehört haben. Wenn ihr es nicht habt, so um ja, relativ, na so 10 Uhr, dann hat es wohl geklappt. Ja, wir kommen so. Und ja, dazu später mehr. Ich werde euch jetzt nicht alles nochmal zum 15. Mal erklären, weil zum Beispiel dieses ganze Intro bis zum Einstieg ins Cockpit, das kenne ich schon. Das sind also jetzt circa 10 Minuten, was ich schon kenne. Und, dementsprechend passt das. Ich kann euch auch gleich nachher erklären, was das ist. Aber erstmal zurück zum Spiel. Und, erstmal guck mal. Die eine hat einen Roboterarm, finde ich sehr lustig. Aber recht günstig, muss man sagen. Wenn du das mit dem von Anakin und dem von Luke vergleichst. Das ist schon ein anderes Level. Also der von Gunny ist ein bisschen mehr funktionstüchtig, nennen wir es mal. Und interessanterweise, das hier verändert sich zum Beispiel. Also es wird anscheinend immer, es gibt wahrscheinlich immer wieder im Hintergrund so Sachen, die sich verändern. Das einmal war das auch da hinten eine Hebebühne, so eine ganz seitliche Hebebühne dabei. Und hier ist es jetzt so eine. Lustigerweise ist hier ein Quarren drauf, der ja eigentlich während der Klonkriege, meine ich, ein Feind der Mon Calamari war,
kann mich jetzt aber auch irren, ich meine, aber das war so. Und was ich auch sehr gut finde, dass ja so viele Rassen bis jetzt da vertreten sind. Das finde ich sehr cool. Im Übrigen, ich hoffe, das passt mit der Aufnahmequalität. Ich habe versucht, das alles so hinzukriegen, wie es soll. Kann jetzt aber erstmal für nichts garantieren, das werden wir dann später sehen. Wenn, sollte euch irgendwas auffallen, bitte schreit ganz laut dann. Das wäre mir recht wichtig. So, jetzt erstmal in die Besprechung. Ah, da bist du ja. Sehr gut. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Foster Haven den Allerwertesten gerettet hat? Ardo Baradai, Flottenspionage, sehr erfreut. Du wurdest zur Belohnung nach Chandrilla versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber gute Piloten müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard 5. Aber interessant, dass es während der Rebellion noch sichere Sektoren gab. Hm. Weil das war ja, als wir erst den Prilog gespielt haben, war das ja es ist Zeit für eine Besprechung. Während der Rebellion selber noch. Und ne, den kennen wir ja, ehemaliger Imperialer. Haben wir sogar mal, nee, den haben wir gar nicht gespielt. Haben wir als Imperialer verfolgt, kurzzeitig mal. Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert. Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace, bringt unsere neue Pilotin an die Grenze des Brenntalsystems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Cavus. Gunny und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben. Wäre ich noch ein Imperialer, dann würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstreckenkommunikation. Sie haben bestimmt eine Teilstaffel im Schlepptau, vernichtet alle imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard Staffel. Hast du Zeit? Ja, Sekündchen. So, das waren, da waren noch mal ein paar Sachen. Ja, was mir aufgefallen ist, die ich schon zum Teil wieder vergessen habe. Ja. Im Übrigen, ne, das ist ja, also, ne, jetzt weiß ich es wieder. Projekt Starhawk, das, die, die sich über das Spiel informiert haben, wissen ja im Prinzip, was damit los ist und was sich ein bisschen ungefähr drum sich aufhält. Ich werde es jetzt mal hier nicht verraten, weil das wahrscheinlich das wird wahrscheinlich in der nächsten paar Missionen eh noch gezeigt. Aber wir werden hier jetzt erstmal schön ja. Und noch ein bisschen quatschen. Und interessanterweise, wie man sich hier dann, wenn man sich hier umschaut, sieht man das ja. Das ist alles recht rudimentär, ne? Das ist ein Tisch. Also das ist ein Pseudotisch mit ja, einem Taschencomputer sozusagen drauf. Da finde ich, erkennt man sehr gut daran, dass das hier keine Kriegsschiffe waren. Wie wir alle wissen, die Mon Calamari ist so eine Temperance hier, das ist ja ein recht altes Schiff. Die waren, wurden ja nicht für den Krieg gebaut, sondern waren ja erst ein riesiger Transporter oder Luxusliner, ne? Oder, ja, sowas in dem Dreh. Was die besprechen, die kann man sich lustigerweise jetzt nochmal anhören, ne? Hi, Grace. Hallo, Graysalia Vatara Sina. Du kannst mich einfach Grace nennen, wenn du möchtest. Sehr erfreut. Ich bin so lange bei der Vanguard-Staffel, dass Gunny mich zur Stellvertreterin gemacht hat. Und sie vertraut echt nicht jedem. Insbesondere nicht Leuten aus imperialen Familien. Tja, jeder erfährt früher oder später davon. Ja, meine liebe Familie baut leider Tai-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wir sehen uns. Ja, sehen wir. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob ihre Familie Inhaber von der Firma ist oder ob die jetzt nur, was weiß ich, irgendwelche
hochrangigen, was weiß ich, Ingenieure sind oder was weiß ich, einfach nur Leute, die beim fürs Imperium arbeiten. Lustigerweise, ich glaube, an diesem, zu diesem Zeitpunkt hier, müsste ja eigentlich schon das Imperium in seine einzelnen Warlords zerfallen sein. Aber ich weiß nicht, ob das im neuen Kanon wirklich so stattfindet. Oh, hi. Ich bin Kyo Wenzi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Ganz egal, was es mit diesem Projekt Starhawk auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Späher finden. Dem Schlachtplan zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Okay. Verlasse den Besprechungssaal. War im Übrigen nicht die Brücke. Was ich auch sehr. Also den hier zum Beispiel, so ein Fist, diese Spezies, sehen wir ja recht selten, muss ich sagen. Die kennen wir überhaupt nicht. Da ist ein Corwin. Ich weiß nicht, ob ich den jedes Mal überhaupt richtig ausspreche. Ich nenne den jedes Mal Corwin. Ja. Eine Mission? Jetzt schon? Gut, warten liegt mir nicht. Ich habe hier einen X-Flügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige, der Druide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilde. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst, in Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Wir sollten deinen X-Flügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist. Okay, ich bin aber noch nicht bereit. Ich muss noch mehr quatschen. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich bei meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Ich habe früher in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammlerwert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser imperiale Gouverneur damit vor Admiral Thrawn angeben wollte? Aber das ist das Tolle an der Rebellion. Es gibt immer Platz für einen guten Piloten. Kopfgeld hin oder her. Sag mal, spielst du vielleicht Zapak? Ich bin noch Anfänger und möchte üben, aber niemand hier will mit mir spielen. Wärst du für ein paar Runden zu haben? Natürlich würden wir um Credits spielen. Wie soll ich mich sonst verbessern, wenn nichts auf dem Spiel steht? Wir sollten uns vorerst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Okay. Ich glaube, bis gleich noch ein Gespräch, dann bist du wieder blind. Für euch war das jetzt ein kurzer Cut, ich wollte das einfach mal speichern, bevor wieder irgendwas passiert. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie gesagt, ich bin Garni. Bleib wachsam und mach keinen Ärger, dann verstehen wir uns bestens. Es gab so einen Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren, aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Hab ich schon. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Go, go. Steig einfach ins Cockpit, wenn du soweit bist. Okay. Ah, der X-Flügler. Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger- und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Ich wollte schon sagen, jetzt wird mein Rotas erkannt. Steig einfach ins Cockpit, wenn du soweit bist.
Bin ich. Energieverwaltungssysteme. Check. Also gut, ich installiere gerade deinen Astromech-Droiden. Pass gut auf ihn auf. Ruhe, du Blechdose. Wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Radar? Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten? Sehen gut aus. Kampfdisplay? Check. Primäre Waffensysteme. Geladen und bereit, heiß abzuschießen. Schub und Boost? Einsatzbereit. Rumpfstabilität? Könnte nicht besser sein. Alle Systeme laufen, Vanguard 5. Du bist für den Start freigegeben. Viel Glück da draußen. Der hat den gleichen Schubriegel wie ich. An deiner Seite. Und los geht es. Bleib in der Nähe, Vanguard 5. Oh. Ihr kennt die Parameter eurer Mission, Vanguard Staffel. Scouts finden und Störschiffe zerlegen. Und wieder zurück sein, bevor die Kantine schließt. Das hat Commander James bei der Besprechung vergessen. Danke, Ardo. Wir werden vorsichtig sein. Okay, gut. Anders gesagt, die Staffel folgt mir. Ist halt wegen der Folge Gani? Wo ist Gani? Da unten. Das müsste Gani sein. Bei Kervis sammeln, sobald ihr die vermissten Piloten gefunden habt. Okay, wir sehen uns. Euch viel Glück. Was ist das mit Pokémon? Wo? Unser Sprungpunkt ist da vorne. Ja, ich fliege erstmal ganz komische Punkte. Ganz komische Wendungen. Ich muss auf das Mikro aufpassen, weil ich habe wenig Lust. Okay, ne, unsere Geschwindigkeit ist begrenzt. Ich habe wenig Lust, dass ich mir gegen das Mikrofon haue. Traurigerweise, also es scheint bis jetzt alles sehr gut zu funktionieren. Mal gucken, wie lange. Ich hoffe inständig, dass es so bleibt. Hyperraumkoordinaten berechnet. Triebwerke laufen. Gehen wir es an, Vanguard-Staffel. Go. Davon kriegst du nie genug, oder Grace? Niemals. Nicht hinterher, wenn ich das anmerken darf. Ich hoffe, den Scouts geht's gut. Ich auch, Grace. Ich auch. Ich habe das komische Gefühl, dass es nicht der Fall ist. Upsi. Zwei. Hilfe. Zwei. Das ist unser Ziel. Jetzt aber langsam. Ah, okay, ich wollte nur noch mal gucken. Verdammt! Unsere Scouts haben es nicht geschafft. Das Imperium hat sie wohl zuerst gefunden. Wenn das so ist, wo ist das Imperium? Vanguard 5, scanne die Trümmer. Scanne die Trümmer. Ja, das ist so. Angucken, ne? Diese Brutalität.
Jemand wollte wirklich nicht, dass diese Scouts heimkehren. Hey, ich empfange ein zweites Signal. Lasst uns das überprüfen. Folge mir. Jojo. Es ist doch wurscht, wie unsere Energieverteilung gerade ist. Das ist ein... Okay. Das gefällt mir nicht, Grace. Verstanden. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit etwas Glück hat irgendwas den Angriff überstanden. Sei auf alles gefasst. Benny, ich hab die Schilder schon überladen. Halt. Das ist kein Signal der neuen Republik. Ist vom Imperium. Das ist ein Hinterhalt. Oh, 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 oh. Okay, okay. Oh, 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 oh. Ah, au. Danke, du Nudel. Teiljäger, bitte. Wir kümmern uns erstmal um den Jäger und dann um den Gorzanti. Was, oder? Hä? Was ist das denn? Ach so, das ist. Ich bin wieder sicher. Flieg weiter. Das mache ich später wieder gut. Wow. Also ein gewisses Auto-Aim ist ja schon drin. Das wurde mir auch schon gesagt. Also das ist mir schon bewusst. Zack. Oh, der ist... Ach, der haut ab. Das war der letzte Teil. Wir müssen auch diesen Gosanti-Kreuzer unschädlich machen. Das war's. Muss die Unterstützung für die imperialen Störschiffe gewesen sein. Wenn wir das Wrack nach dem zuletzt bekannten Kurs scannen, könnte uns das zu den Störern führen. Das ist eine klasse Idee. Vanguard 5 scanne die Trümmer. Wir halten hier den Rücken frei. Wieso muss ich eigentlich immer alles scannen? Wow. Das war's. Gut gemacht, Vanguard 5. Was haben wir denn da? Ihr Kurs führt sie zu... den Koordinaten von Gani und Kyo. Wenn wir schnell sind, schneiden wir dem Imperium den Weg ab, bevor sie unsere Freunde finden. Liege das Ihre Koordinaten. Hoffentlich wissen sie nicht, dass wir kommen. Gehen wir es an. Für alle gefallenen Scouts. Du fliegst voraus, Vanguard 5. Was auch immer uns erwartet. Wir stehen zusammen. Die Quelle der Kommunikationsstörung. Frisk, bombardiere die Störschiffe. Sicher doch, Grace. Ich klopfe sie weich und ihr beide streckt sie nieder. Raketen ausweichen. Du kannst einer Rakete ausweichen, indem du mehrere scharfe Kurven in verschiedene Richtungen fliegst. Leite Energie auf deine Triebwerke um. Stell deinen Schub auf halbe Geschwindigkeit. Um deine Flugmanöver zu vereinfachen. Damit sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars Squadrons. Und jetzt, was ich in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, da das Spiel anscheinend bis jetzt sehr gut läuft und ich eine ganze Folge am Stück aufnehmen könnte, habe ich das Problem identifiziert, was mich seit einem Jahr beschäftigt. Ich habe noch nicht herausgefunden, welche, aber eine meiner Festplatten hat anscheinend Schuss. Und ich vermute, es ist irgendwo ein kurzer, der das Mainboard dann sagt, oh, 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 da fließt zu viel Strom. Ich weiß nicht, was passiert. Ich mache alles aus. Ich möchte mich schützen und meine Komponenten schützen. So ist das, wie ich es von anderen, die schon mal mit diesem Fehler zu tun hatten, erfahren habe. Weil das Mainboard macht halt komplett dicht. Und wir hatten das auch schon im Livestream. Für die es interessiert, kurz,
Und anscheinend hat das irgendeine Festplatten. Das Interessante für euch daran ist eigentlich nur, ich lasse alles gerade über eine externe laufen. Also mein System und das Spiel mit den Aufnahmen ist gerade auf einer externen. So pseudo-extern. Es ist eine interne Platte, aber es ist extern angeschlossen. Auch das stimmt wiederum nicht ganz. Es läuft nicht über USB. Aber mein Rechner ist gerade offen, alle anderen Platten sind abgesteckt. Nur diese eine Pseudo-Platte ist gerade dran. Und das ist eine alte HDD. Also ich fühle mich gerade ein bisschen oldschool wieder. Achso, zack, genau, ja. Die haben mich im Visier. Rückbruch steht kurz bevor. Was? Finde ich nicht gut. Na, 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 na. Ist mir egal. Ist mir egal, egal. Vorsicht, die verfolgen dich. Die reden ein bisschen viel, wenn ich das anmerken darf. Au. Ach, sind nur Teils, also das ist so ein paar Teils, oder? Zack. Bleib hier. Wow. Vor allem, es ist nur noch ein Treffer, ne? So ein Vorhaltepunkt. Zack, gib. Ui. Nein, nein, ich will nicht den Kurs für den Teil. Der Feind hat mich erfasst. Lad mal bitte die Schilde wieder auf. Ihr habt den Rufen gehört. Einer hängt an mir dran. Können die Gohasantis auch schießen? Ich weiß es gar nicht. Hui. Wow. Ist noch ein feindlicher Teiljäger. Nein. Auch die Frontschilde bitte. Ich wollte schon sagen, ich bin nicht gechannt. Bleib hier! Das waren alle. Gute Arbeit, Leute. Blödes Imperium. Versuchen die doch wirklich, unser Gebiet zu übernehmen. Dreist. Gani, kannst du mich hören? Wir haben gerade zwei Störschiffe auf dem Weg zu euren Koordinaten erledigt. Wie ist die Lage? Wir müssen ihnen schnell helfen. Fliegt in Richtung Cabas. Wo ist das? Fliegt zum Treffpunkt. Los geht's, Vanguard 5. Da. Also angeblich sollst du deinen Squad-Mitgliedern auch Befehle geben können. Das ist aber genau nicht wie. Wow. Lasst uns ihre Teils erledigen. Was war das denn alles? Hä, was ist das? Ich kann immer noch kämpfen. Hallo. Nicht ballern. Hervorragend geschossen. Bäh. Na.
wollte eigentlich da drauf, weil... der halt mir abhaut. Ja, das geht doch. Zack. Zack. Jawohl. Hoppala. Ja, so fühlt sich doch auch richtig rebellenmäßig an. Tonnenweise von Thais abknallen. Wir können eh nichts. Danke. Du wirst verfolgt. Sehe ich nicht. Ich flieg manchmal echt sehr gern nach Radar. Was will ich sagen? Ich muss echt sagen, ich finde das cool, dass meine Staffel auch wirklich selber was tut. Also es ist sinnvoll. Nachschub anfordern. Wenn du Nachschub benötigst, kannst du eine Versorgungsdrohne von Unterstützung dir anfordern. Eine Versorgungsdrohne bringt sich vorüber an dein Schiff, um deinen Rumpf zu reparieren und deine Waffen nachzuladen. Okay. Taste 8. Ich weiß nicht, was Taste 8 ist. Vielleicht die hier? Nein, die da? Es ist Taste 8. Das ist zum Fick Taste 8! Uno Momento, das dauert nur ein Minute. Ja, ich bin voll gut vorbereitet. Das merkt man, das ist wie versucht man jetzt, ich könnte noch über dieses tolle Rotas reden, was an sich sehr geil ist, nur wenn du halt, wenn das Spiel sich einfach denkt, ja. Ich zeig dir zwar an, welche Tasten du nimmst, aber... Ist er das? Nein. Aber es werden halt nicht die richtigen Tasten genannt. Sondern nur, welche Tastennummer das ist. Also das hier ist, was weiß ich, zum Beispiel mein Trigger ist Taste A. Nee, das war nicht... Was tue ich hier? Ach Gottchen. Ich kann natürlich jetzt jede Taste drücken, ne? Ich hatte mal ein sehr schönes Bild, wo alle Tasten benannt waren. Ist das? Nein. Das sieht's mir aus. Das ist es. Ich hab's gefunden. Doch, das hier müsste Taste 8 sein. Ach, gedrückt halten. Ah. Ich werde deinen Rumpf reparieren und dich aufmunitionieren. Cool. Folge mir. Ja, Gani. Und los geht's. Das... Ist das ein kleiner Kreuzer? Solange es kein Sternzerstörer ist, ist alles gut. Das ist doch, das sieht mir nach einer Quintens aus. Vanguard, ein imperialer Kreuzer, beschützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kinderspiel. Nicht solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten Gegenmaßnahmen bereit. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Temperance um Verstärkung bitten. Deshalb hast du das Sagen, Gunny. Vanguard 5, auf die Störer konzentrieren. Okay. Ja, klar. Leichter Kreuzer. Los geht's. Oder ob es einer zerstört ist. Oh, fuck. Sie haben sich im Visier. Gegenmaßnahmen. Ja, das weiß ich. Sehr interessante Schaffsess. Mit Gegenmaßnahmen kannst du eine Rakete schnell abschütteln. Du hast aber nur eine geringe Anzahl davon. Setze sie also sparsam ein, um Gegenmaßnahmen einzusetzen. Halte die Rakete im Anflugsanzeige im Auge und drücke kurz vor dem Aufprall 6. Okay. Jetzt? Ich hätte noch einen Punkt gewartet, aber gut. Oh, fuck. Ich merk's. Au.
Eine Heckschilde. Dann halt so. Ich brauche erstmal Schilde wieder. Der Feind hat mich erfasst. Na. So wissen wir doch nicht. Danke. Problem? Ich will den Guasanti. Machen wir das letzte fertig. Durchstarten. Ja, überlebst du schon. Ja, oh ja, ja, ja. Jawohl. Das war der letzte Störer. Die Kommunikation der neuen Republik ist wiederhergestellt. Commander Jace, wenn Sie mich hören, wir brauchen Verstärkung in meiner Position. Höre laut und deutlich, Gunny. Hilfe ist unterwegs. Frisk, bombardiere dieses Schiff. Ganz genau, Kio. Haben wir noch irgendwelche? Nur ein, was? Ach so, ich muss sagen. Verstärkung ist eingetroffen. Jetzt will das Imperium leiden. Ja, krieg von unseren Leichen kurz, das müssen unsere Leichen. Ja, das, ja. Das, oh fuck, oh fuck. Einer hängt an mir dran. Ausweichen bitte. Ich brauche mal eine Schildenergie. Hui. Na. Das will doch keiner. Das will doch keiner. Tschüss. Keiner vermissen. Ich begleiche stets meine Schulden. Irgendwann. Kreuzer zerstört. Nicht schlecht, Vanguard 5. Temperance, hier spricht die Vanguard-Staffel. Mission erfolgreich. Mit Sicherheit, Vanguard. Die Kommunikation im Sektor wurde wiederhergestellt. Ich wusste, dass ihr gut zusammenarbeiten würdet. Ich bin stolz, so eine starke Staffel kommandieren zu dürfen. Zurück zur Temperance. Danke, Commander Javes. Wir werden die gute Arbeit in der Kantina feiern. Los, verschwinden wir von hier, Vanguard. Ich glaube, das wird jetzt erst das Folgenende, weil sonst ist die hier ein bisschen zu kurz. Ich finde es auch sehr interessant, dass die pseudomäßig alle gleich schnell fliegen. Also das ist klar für die Story wichtig, also für dieses Verhalten hier wichtig, aber vollkommener Schwachsinn. Weil ein X-Flügler ist schneller als ein B-Wing und ein U-Wing und ein A-Wing ist schneller als ein X-Wing. Also. Ich dachte, wir können jetzt richtig hinfliegen und landen. Effizienzmedaille? Nein, wieso habe ich die Effizienzmedaille nicht bekommen? Traurig. Ja, Fortsetzung. Ist das R2?
Das sieht aus wie R2. So, und ja, ich werde das jetzt so machen. Wir werden eine Mission spielen. Dann mache ich offiziell einen Folgencut. Und wenn die Mission zu lang ist, werden wir innerhalb der Folge nochmal cutten. Aber ich werde das nicht nochmal ankündigen in der Folge, also in der Mission. Es kann passieren, es muss nicht. Damit sage ich aber vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen uns. Ciao.